sage, ah, so, das ist gut. Oh, verdammt nochmal. Ja, so ist es toll. Jemand ist abgehauen. Gefällt mir. Herr des Himmels, wie ist Lopez raus auf den Sims gekommen? Er hat Watkins den Schlüssel geklaut und ist zum Fenster raus. Was heißt, er hat Watkins den Schlüssel gestohlen? War der Mistkerl schon wieder voll? Ja, Sir. Fantastisch. Dann werde ich den guten Lopez mal wieder einfangen. Und Sie rufen Chuck an. Er soll die Alarmglocke abstellen. Das macht dann ja ganz verrückt. Das ist ja widerlich. Sekunde, wo willst du jetzt hin? Ich kann mich nicht konzentrieren. Diese Wimmelei tötet alles ab. Mein Freund steht draußen auf dem Sims. Dafür kommt er in die Einzelzelle. Eins ist klar, ich fange nichts mehr mit euch Brüdern an. In Zukunft halte ich mich an Ärzte und Aufseher. Da kommst du aber nicht auf deine Kosten. Lopez, ich verlange, dass Sie auf der Stelle wieder reinkommen. Nein. Na schön, reden wir. Sie erzählen mir alles und ich werde Ihnen zuhören. Leck mich am Arsch. Interessant, Sie haben gerade gesagt, lecken Sie mich am Arsch. Sie können mich am Arsch lecken. Aha. Lecken Sie mich am Arsch. Lecken Sie mich am Arsch. Schon klar. Sie haben hintereinander gesagt, dass ich Sie mehrmals am Arsch lecken kann. Das ist ein verdammt gutes Zeichen. Wissen Sie, wieso? Sie suchen ein Ventil, um die aufgestaute Wut abzulassen. Das ist gut so. Weiter so, Lopez. Ich bin dein Kumpel. Du bist ein Arschloch. Mit anderen Worten heißt das... Ich weiß alleine, was das heißt. Verpiss dich, du dummes Großmaul. Ich verstehe. Verdammter Mist! Ich hab euch doch gesagt, die doppelte Dosis Thorazin für ihn. Genau das haben wir getan. Ja? Lopez, als dein Arzt befehle ich dir, hör auf mit dem Theater und komm rein. Hallo, Lopez. Burns. Burns? Dr. Baird, was gibt ihr Jungs heute Abend hier für eine Vorstellung, hä? Halten Sie sich raus, Burns. Oh, schon kapiert. Sie verabreichen ihm hier eine Therapie. Zum letzten Mal. Lassen Sie uns zufrieden. Hauen Sie endlich ab. Ich will nur mit ihm sprechen. Das ist mir scheißegal, mit wem du sprechen willst. Ihr Einfühlungsvermögen ist unwahrscheinlich. Lawrence, ich möchte Sie mal unter vier Augen sprechen. Drinnen. Überlassen Sie ihn mir. Dazu sind Sie überhaupt nicht qualifiziert. Diesmal springt der Bursche, das nächste Mal schubst du einen anderen. Er ist eine Gefahr für die Menschheit. Nur wenn er auf jemanden draufhält. Burns, ich darf Sie daran erinnern, ich bin der Arzt und Sie sind der Gefangene. Natürlich, Doktor, natürlich. Seien Sie so nett und machen Sie das Fenster zu. Na, bezweckst du irgendwas Bestimmtes? Ich glaube, ich kann fliegen. Und wenn nicht, juckt das auch niemanden. Ach ja? Und was wird aus unseren Plänen? Hast du die etwa vergessen? Wir wollten bei den Chicago Cubs spielen. Du als Pitcher, ich als Catcher. Wir heizen den Brüdern tüchtig ein. Ich gebe dir das vereinbarte Zeichen. Du ziehst voll durch und fliegst weg. Der Schlag ist galaktisch. Er ist supergalaktisch. Und wenn sich der Staub gelegt hat, sitzen wir beide in Hefs Schuppen. Mit ein paar Küken, die alle Miss Februar waren. Das läuft niemals. Wieso nicht? Nicht mal im Traum gewinnen die Chicago Cubs die Meisterschaft. Ist alles Blödsinn, ich springe. Augenblick, Augenblick, Sekunde. Ich habe das Gefühl, dass du etwas Wichtiges übersehen hast. Du hast Dr. Baird, nicht wahr? Ja, ich hasse diesen schleimigen Mistkerl. Kannst du dir vorstellen, wie beschissen der sich fühlt, wenn es mir gelingt, dich zu überreden, nicht zu springen? Und diesem Lackheini beweise, dass er eine Pfeife ist. Los, kommen Sie rein, Burns. Augenblick, Dr. Baird. Da unten warten die Jungs sehnsüchtig darauf, dass jemand springt. Und wenn das niemand tut, dann gehen sie völlig frustriert weg, weil sie ihre Daseinsberechtigung nicht eine Sekunde unter Beweis stellen konnten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, ist mir auch egal. Genau darin unterscheiden wir uns beide, Dr. Baird. Denn mir ist es nicht egal. Und nun die heutige Attraktion. Es springt für die Abteilung der geistig Behinderten des Cicero County Staatsgefängnisses John William Burns Jr.